Besser spät als nie, ne? Ja. Oh, machen wir das. Hi, Lord Kilios. Das kommt übrigens auch auf YouTube. Denke ich mal. Höchstwahrscheinlich. Oh. Espanol. Ja. Mach mal. Link. Link, wake up. Ah, ist keine Synchronisation Jahre 2022, wo das noch rausgekommen ist? Warte mal. Ja. Du befindest dich hier in einem Reich, einem Ort jenseits von Raum und Zeit. Oh. Ich heiße dich willkommen. Oh, danke schön. Nee, das ist jetzt nicht wahr. Lull. Bevor ich weitermache. Ganz kurze Erklärung, ich hab's vielleicht. Pokémon, ja. Hi, Sandex. Ganz kurze Erklärung, ich habe das schon tausendmal Leuten erzählt im Stream, aber. Ja, spät mit Arceus. Ja, mir auch egal. Ich hätte es bei Release gespielt, aber ich habe so vieles Zeugs gesehen, wo so viele Leute enttäuscht von diesem Spiel waren, weil am Anfang, und das habe ich mir auch angeguckt von Anfang an, die Grafik richtig kacke aussah und das sah für mich persönlich sah das auch aus wie so ein schlechter Indie-Game-Entwickler. Ich hasse das neue Pokémon. Das neue Pokémon, das ist Schande. Was die jetzt rausgebracht haben, das ist Schande in jeglicher Art und Weise, programmiermäßig in jeglicher Art und Weise, bugmäßig in jeglicher Art und Weise und aussehensmäßig, Grafik, alles mögliche. Ich bin keine Grafikhure. Und ich bin auch kein Pokémon-Hasser. Ich habe schon frühere Editionen gespielt, wie Diamant, ganz früher auf dem Gameboy, glaube ich. Die rote Edition, aber nie durchgespielt. Diamant, schwarzes, Soul Silver. Ich habe mich schon lange mal wieder nach einem Pokémon gefreut, was ich mit Jesse zusammen parallel streamen oder generell spielen kann. Wo zwei Editionen nebeneinander existieren. Gut. Arceus ist jetzt bloß eine Edition. Ist, glaube ich, auch so, wie ich gehört habe, größtenteils eben offline. Was ich erstmal gut finde. Was ich nicht gut finden würde, wenn ich es mit Jesse spielen wollen würde, aber. Arceus ist, glaube ich, auch nicht das richtige Spiel dafür. Ich weiß es nicht. Vielleicht doch? Vielleicht bin ich auch, also wenn, weil ich das jetzt streame, bin ich teilweise jetzt auch froh, dass es offline ist. Ich glaube, das ist größtenteils offline, habe ich gehört. Wie gesagt, ich bin kein Pokémon-Hasser. Und ich wollte schon immer mal ein richtiges Pokémon-Spiel spielen. Und warum ich es jetzt so spiele, ist auch die Frage. Oder fragen sich vielleicht einige. Ja, ich habe vor einer Woche mal eines Abends, wollte mir mal Jesse, Pokémon Arceus zeigen und ich habe es zugelassen und ich habe mir es angeguckt und ich fand irgendwie im Kampfsystem da in dem Spiel das so innovativ und so geil irgendwie, dass ich das mal anzocken wollte und mal ausprobieren wollte. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Deswegen sitze ich jetzt hier und ich probiere es einfach aus. Es wird nicht mal gesagt, nur mal so vorweg gesagt, ich bin keiner, der Shiny huntet. Ich bin keiner, der alle Pokémon huntet. Ich spiele Pokémon so, wie ich es will. Ich tausche mit niemanden. Es gibt viele Leute, die führen dich in die Irre mit Online-Tausch. Genauso wie bei Animal Crossing kommen Leute auf die Insel, vielleicht klauen etwas vielleicht und dann verpissen die sich wieder. Ich werde wahrscheinlich viele aus der Pokémon-Community sind
so wie ich auch gehört habe, auch toxisch. Ich werde mir nichts sagen lassen. Kein Backseat Gaming, außer es sind irgendwelche Tipps, aber ich lasse es immer noch zu, bis es an dem Punkt kommt, wo ich sage, bitte nicht mehr weitermachen. Also bitte, bitte jetzt nicht mehr weitererzählen. An dem Punkt lasse ich es dann auch immer noch zu. Ich bin ja immer noch der sagt, ist jetzt nicht schlimm, was du gesagt hast, kann passieren. Du hast mich zwar gespoilert, aber ist erstmal okay, aber mach nicht weiter. Ist jetzt nicht großartig schlimm, aber ne, so. Ja, ich weiß noch nicht mal, ob ich das jetzt nur ein, zwei Stunden streame, danach keinen Bock mehr habe. Ich weiß nicht, ob irgendwas passiert. Ja, also, ob es nur ein angespielt sein wird oder ob ich mehrere Streams spielen werde. Ich weiß nicht, ich kenne das Spiel im Großen und Ganzen eigentlich nicht viel, habe nur immer hin und wieder Schlechtes gehört. Aber ich habe irgendwie größtenteils von mir selber persönlich, von Jesse aus, Gutes gesehen, deswegen probiere ich es einfach aus. Ich bin zwiegespalten, also probiere ich es aus. Link, listen! Also, nee, mach dein Gesicht. Was? Lass mich dein Gesicht sehen. Achso, jetzt kommt die Charakterstellung, ne? Ja, gut, was jetzt nicht großartig eine Charakterstellung ist, aber ich glaube, ich würde sogar den ersten Dude hier nehmen. Das ist doch von Diamant-Edition. Das junge Fräulein, oder? Also, so ähnlich sieht es jedenfalls aus von den Haaren und so. Scheiße, ich finde es scheiße standardmäßig, aber eigentlich sind alle Standard. Aber gleich den ersten Dude zu nehmen, was soll ich machen? Wie lautet dein Name? Warum will Arceus wissen, wie ich heiße? Vor allem ein so ein Dude. Yo, okay, hi. Sag mir, wie du heißt. Ja, kleiner Bengel, der kommt mal in die Welt drin. Ich beiße nicht. Ich verändere nur Raum und Zeit. Oder? Macht das Arceus ja, ne? Die Algazeit, Palkia Raum. Ich habe mich nie mit. Ich bin auch kein Pokémon-Experte. Ich lasse mich einfach auf das Spiel ein. Ich lasse mich generell auf Pokémon ein. Aber ich entscheide, was ich kaufe, indem ich es mir erst angucke. Also das Neue kommt nicht in Frage. Du wirst dich alsbald in einer fremden Welt wiederfinden. Oh. Dort gibt es wundersame Lebewesen, die von den Menschen Pokémon genannt werden. Ich bin gespannt, was es da für Pokémon gibt. Ich habe mich mit dem Spiel noch nie, größtenteils noch nie auseinandergesetzt. Der Gott, der Gott. Der. Ja, das, ja. Begegne allen Pokémon. Ist dies getan, so will ich mich dir erneut zeigen. Wach auf, Ganon kommt. Ja, ist gut, lass mich erstmal einen Kaffee trinken, wach werden, ja. Auch mein Gummibärchentee. Erstmal bin ich echt beeindruckt irgendwie. Also ein bisschen hat mich das so gerade sogar ein bisschen an Mario Galaxy 1 erinnert. Alter, what the fuck? Hallo? Wach auf. Alter, lass mich meinen Kaffee trinken. Ach so. Mystery Dungeon, bist du's? Lebst du noch? Nee. Hi, ja, dachte ich mir. Dass die Pokémon nicht mit mir reden.
Solange ich noch nicht zum Pokémon geworden bin. Genau das habe ich gesehen. Früher, früher da hier so im Hintergrund diese Landschaften. Ich habe mir so gedacht. Und das im Jahre 2022. Könnte man besser machen. Ja, gut. Es gibt Schlimmeres. Wie. Kamen Sie in den Popo? Moment, ich will mal ganz kurz noch was verändern. Genauso wie ich es früher in Zelda gemacht habe. Na. Ach Mann, hier kann ich es machen. So. OBS ist. Hi, Silver. OBS ist einfach verbuggt. So. So, ich will mal ganz kurz. Ich versuche mal gerade die Farbwerte ein bisschen besser einzustellen. Also Moment, Moment. Es verändert sich gar. Hä, es verändert sich gar nichts. Hallo? Warte mal, verändert sich hier was? Ach so, weil es ja nicht aktiv war. Okay. Ich weiß, ich guck dann später nochmal im Laufe des Spiels. Ich mach's mal ein bisschen dunkler, weil das Spiel ist in Real ein bisschen sehr hell. Bisschen Kontrast runtergenommen. Ne, Gamma lasse ich mal so. Mit der Helligkeit. Damit es ein bisschen schöner aussieht, als es als das Spiel eigentlich ist. So, sieht es so vielleicht? Naja, es sieht ein bisschen übertrieben aus, oder? Nee, die Helligkeit mache ich mal nicht höher. Ich meine, ich könnte auch komplett eine andere Farbe hier, so. Ne? Mal so spielen wir das Tag, Miri, da ist wieder ein Biker-Biertrinker im Chat. Ah ja. Einfach LSD-Trip. So. So. So sieht Pokémon aus. Ich glaube, lass mal erst. Oder lass mal so, lass mal so. Ich lass mal so. Mal gucken. Bin ich erschrocken, als du plötzlich vom Himmel gefallen bist. Ein Glück, dass du noch lebst. Bett? Eigentlich ist mir egal, wer er ist. Also eigentlich ist mir egal. Das hier ist der Stand des Aufbruchs. Ah, ja, natürlich, weil ich hier das Spiel beginne. Ja. Hat der Schock durch den Fall etwa deine mittlere Gehirnrinde irgendwie besch. Ja. Deine Kleidung ist wirklich sehr seltsam. Alter, ich bin ein Kind, ich trage, was ich will. Auch als Erwachsener sollte man tragen, was man will, Lul. Kennst du jemanden hier in der Gegend? Ja, wenn du sagst, ich bin vom Himmel gefallen, dann werde ich wohl nicht von hier sein. Ich werde ein wunderschöner Engel-Judger sein. Du siehst ziemlich verloren aus. Einfach lost. Weißt du wenigstens, wo du hin willst? Kann ich dir vielleicht den Weg zeigen? Nee. Ich sehe so traurig aus. Hä? Oh dir! Was? Du kennst ja also niemanden und weißt nicht einmal, wo du die Nacht verbringst. Warum haben die das nicht eingedeutscht? Oh dir! Ein Rendier. Ganz schön in Schwierigkeiten zu stecken. Kannst du überhaupt überleben? Ja, wird sich zeigen. Seven vs. Wild. Irgendwie wird's gehen.
Mal ganz im Ehrlich, ich kann die Farbe verschönern, aber ich kann einfach die Berge im Hintergrund nicht verschönern. Tut mir leid. Nee, okay, ganz ehrlich, als ich bei Jesse eine andere Umgebung gesehen habe und einen anderen Abteil des Spiels, ich will das wirklich nicht haten jetzt. Als ich eine andere Umgebung des Spiels gesehen habe, dachte ich, eigentlich schön. Aber einfach nur der Anfang ist einfach nur von den Bergen Rotz. Kann jemand Not nicht einfach einen Stich lassen? Ja, bei uns, ja. Also ich hab mich gefreut, wo ich Feuerriegel wieder gesehen habe. Ich habe mich irgendwie so wegen Mystery Dungeon und so, ich habe mich früher als Feuerriegel, glaube ich, gespielt sogar. Teilweise habe ich mich so ein bisschen gefreut, ja. Oder hatte ich ja ganz vergessen. Ich jagte gerade meinen entlaufenden Pokémon hinterher. Als du plötzlich vom Himmel gefallen bist. Kurios, als hätten sie es geahnt. Ja, Pokémon haben halt, Naja, weißt du überhaupt, was Pokémon sind? Ja, schon so. Und mal, ja, die Pocket Monster. Und es war vom Himmel gefallen, aber zumindest scheinen wir vom selben Planeten zu stammen. Naja, wenn ich dich verstehen kann und nicke, was, wenn du mich was fragst, dann höchstwahrscheinlich Maudier. Weißt du also, wie so ein wundersamen Lebewesen hier Pokémon genannt werden? Hab ich ja gerade gesagt, oder? Wie lautet dein Name? Ach, du heißt der Kai? Ja, das bin ich. Deinen Namen habe ich noch nie gehört. Nee, wirklich nicht. Kai, nicht? Entschuldige, wie unhöflich von mir. Mein Name ist Lavin. Oh, okay, deinen habe ich aber noch nie gehört. Richtig, ja. Passt zu dir. Das ist dann wieder mal ein Professor. Okay, ich verstehe. Ja, gut. Komischer als Eich, aber das ist halt nun mal die Zukunft, ne, von dem Pokémon. Hä, der hat einfach von alleine geskippt. Wie unhöflich. Oh no! Och, bitte Deutsch ist doch ein. Bitte Deutsch ist doch ein. Oh no! Warum lauft ihr denn weg? Bitte hilf mir, sie die drei zu fangen. Sehe ich das falsch? Haben Pokebälle nicht die Funktion, dass man da auf den Knopf drückt und die kommen automatisch wieder zurück in den Pokeball? Oder sehe ich das jetzt falsch? Guck mal, da ein Fortnite-Riss. Wo ist das Lama? Alter, ich will hier weg. Tschüss. Auf nach Sinnoh. Boah, okay, ich bin erstmal enttäuscht von... Ab in die Zone. Ich bin erstmal enttäuscht. Ich bin gerade einfach nur dem Pier entlang gelaufen und weil es wahrscheinlich den Wassershader und alles, was noch nicht mal... Naja, schon ein bisschen Shader. Es gab gerade ein paar Ruckler. Da bin ich jetzt erstmal gerade ein bisschen... ich hoffe, die Farben stimmen. Wenn jemand nicht mit den Farben zufrieden ist, dann muss ich noch mal ein bisschen rankurbeln. Die Steuerung ist gerade ein bisschen zaghaft, weil er bremst. Also wenn ich... Fühlt sich ein bisschen komisch an, aber ist okay. Muss man sich dran gewöhnen. Warte mal. Liegt das am Controller oder liegt das am Spiel? Wenn ich sofort den Stick nach vorne drücke, dann dauert das, bis er losläuft. Er macht erst einen Schritt. Nee, jetzt gerade nicht. Er driftet wahrscheinlich. Wahrscheinlich mein Controller. Ich habe Reparatursatz da, aber ich habe einfach keinen Bock, das wieder zu wechseln. Ja, nun spiele ich halt einfach so. So, hier ist ein Schuppen. Was ist denn hier? Kann ich nicht rein? Eine schöne... Ich komme generell nicht rein. Das ist eine schöne Türtextur. Die Fässer gefallen mir. Ganz ehrlich, so schlimm... Ja nun, übereinander gelappte PNGs. Hey, es ist besser als die alten Monster Hunter-Teile. Ja, das liegt am Controller. Alles gut.
Etwas leichter und gibt Töne von sich. Nee. Hey, das sieht aus wie Arceus. Lul, ein Arceus-Phone. Du hebst etwas auf, was einem Smartphone ähnelt. Der Schikastein. Oh, es könnte ein Smartphone sein. Lul, hat das Spiel das gewollt? Ich hatte es gerade gereimt. Aber es sieht anders aus. Du spürst eine seltsame Kraft, die von ihm ausgeht. Ah! Eine Nachricht. Eine SMS. Ich vertraue dir dieses Arceus-Phone und folgende Aufgabe an. Wer spricht da mit mir? Naja, okay. Hä, Alter, voll unrealistisch, wenn ich erstmal sowas finde, erstmal alle Apps abchecken. Was kann das Ding alles? Was hat das alles drinne? Kann ich damit auf Twitter gehen? Nein, bloß nicht. Ist gefährlich, sowas. Hä? Aha, ist schon wieder daneben. Ach nee, komm, du musst noch ein bisschen Pokémon Go üben. Ah, mein Freund aus dem Himmel. Du hilfst mir doch, oder? Ich habe bereits unzählige Pokébälle geworfen, um diese Pokémon zu fangen. Doch ohne Erfolg. Gerade der Professor. Weißt du, solltest ein bisschen Profi sein, aber nee. Soll ich wohl erst mal über die drei Ausreißer erzählen? Mhm, erzähl mir was über die drei Ausreißer. Das ist Bautz. Ich finde es gerade jetzt nochmal so angeschnitten, ne? Ich finde es gerade ein bisschen weird, wie neue Pokémon sich mit einem alten Pokémon trifft, als drei Starter. Sind da drei Starter? Ich weiß es jetzt nicht. Feuerigel ist ja eins der älteren. Eins der ersten. Und dann kommen Bautz und lol. Bautz kann wie Pflanzen Photosynthese betreiben und kämpft mit Hilfe seiner scharfen Federn. Eine süße Eule. Feurigel kenne ich ja schon. Die Flamme auf Feurigels Rücken lodert kräftiger, wenn es wütend ist oder erschrickt. Und was ist geht's gerade, seine Laune? Der guckt eigentlich relativ zufrieden und erschrocken hat er sich jetzt eigentlich auch nicht. Von was denn? Boah, das Wasser. Boah, das Gras ist so schön. Otaro. Treibt gerne schlafend auf dem Wasser und kämpft mit Hilfe des muschelähnlichen Objekts. Was? Und kämpft mit Hilfe des muschelähnlichen Objekts an seinem Bauch. Ach, sowas. Ich habe ja ganz vergessen, dir das Wichtigste zu erklären. Und zwar, wie man Pokémon fängt. Ah, nee, kann ich schon. Pokémon Go. What? Da ist da ein Reißverschluss oder ein Schloss dran? Hier hast du ein paar Pokébälle, die musst du werfen, um Pokémon zu fangen. Okay. Ja. Da ist ein rätselhafter Ball, um sie zu fangen. Wenn man die nötigen Materialien sammelt, kann man ihn selbst herstellen. Man kann Pokébälle selbst herstellen. Oha! Animal Crossing New Horizons. Krieg ich auch eine Workbench? Das genügt wohl nicht. Dann hör gut her. Ich sagte ja bereits, dass Pokémon wundersame Lebewesen sind. Ja. Frag sicherlich, was an ihnen so wundersam ist. Nun, jedes Pokémon kann auf ein winzige Maße zusammenschrumpfen. Da kommen Pokébälle ins Spiel. Sie wurden erst vor kurzem erfunden. Wenn man einen Pokéball auf einen Pokémon wirft, wird es ganz klein und passt dort hinein. Die hätten es anders erklären müssen. Also ich bin jetzt kein Pokémon-Kenner, wie gesagt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Pokémon nicht schrumpfen, weil was wollen die in so einem scheiß Ballgehäuse? Ist doch langweilig permanent da drinne. Die hätten es vielleicht erklären müssen, ja, dann ist erstmal Ruhepause, schläft, bla, ruht sich aus. Wäre eine bessere Erklärung gewesen für mich persönlich, denke ich mal. Und damit hat man auch schon ein Pokémon gefangen. Besser als wollt ihr schrumpfen und einem so einem Kugelgehäuse gefangen sein? Es gibt sonst niemanden, den ich darum bitten könnte. Bitte hilf mir, meine drei Ausreißer wieder zu einzufangen.
Um Pokémon zu fangen, musst du sie anvisieren und dann einen Ball auf sie werfen. Ganz einfach. Naja, ich selbst treffe da leider nur sehr selten ins Schwarze. Curvebälle könntest du bestimmt auch nicht. Halte die ZR-Taste gedrückt, um einen Wurf vorzubereiten und zu zielen. Du kannst dich dabei bewegen mit den Rechten. Das finde ich sehr. Das finde ich richtig geil. Man kann, während man kämpft, habe ich gesehen bei Jesse. Während des Kampfes und während man Pokémon fängt, kann man sich bewegen. Das fand ich geil. Da sind die in eine gute Richtung gegangen mit dem Spiel. Wenn du die ZR-Taste wieder loslässt, wirfst du den Ball. Trifft er das Pokémon, besteht die Möglichkeit, dass es gefangen wird. Solltest du dich umentscheiden und doch keinen Ball werfen wollen, kannst du den Vorgang mit dem R-Knopf, B-Knopf abbrechen. Oh. Also selbst gebastelter Pokéball, ne? So soll das halt einfach. Ulu. Oh nein. Warum haben sie die Bewegungssteuerung? Ne, warte mal. Nein, es gibt keine Option. Hä? Okay, es gibt Auto anvisieren. Okay, das enttäuscht mich jetzt gerade ein bisschen. Das ist ein bisschen lame gerade. Warum haben die Bewegungssteuerung nicht mal in jedem Spiel Bewegungssteuerung drin gemacht? Hier wäre das so geil. Ja, geil. Das war ein One-Shot gewesen. Er ist direkt reingesprungen. Du scheinst mein Naturtalent zu sein. Eine Begabung fürs Fangen von Pokémon ist sehr nützlich, wenn man hier lebt. Es sind noch, nur mal so, ich fand Minecraft Earth so viel geiler, aber leider ist es untergegangen. Es sind noch zwei entlaufene Pokémon übrig. Ich muss sagen, ich finde es sehr ungewöhnlich, dass du überhaupt keine Angst vor Pokémon zu haben scheinst. Der Feuerriegel kann mich schon ein bisschen anzünden, aber die anderen beiden, ja gut. Moin. Ah, gescriptet. Einfach fantastisch. Ach, da ist er ja. Oh Mann, das Spiel zeigt mir sogar, wo es ist. Oh, du freust dich? Abrinder! Ja, oh, okay, warte mal, weil ich habe jetzt gerade nicht hingeguckt. Was ist jetzt passiert? Habe ich gerade daneben geworfen? Ich habe gerade jetzt nicht hingeguckt. Ich dachte, ich habe doch getroffen, oder nicht? Hi. Habe ich gerade verworfen? Lol. Vielen Dank, du hast mir wirklich sehr geholfen. Die Sache ist die, diese drei Pokémon sind gerade erst zu Forschungszwecken ins Dorf gebracht worden und hören noch auf niemandem. Ich habe es vorhin schon gesagt, aber so hastig, wie sie aus dem Dorf gestürmt sind, könnte man fast denken, dass sie von deiner Ankunft wussten. Ich muss schon sagen, dein Umgang mit Pokébällen hat mich ganz schön beeindruckt. Du bist gerade hier erst hier angekommen und zeigst schon solch ein Können, Pokémon zu fangen. Woran liegt das? Kommt mir vor, es gäbe einen bestimmten Grund für das Erscheinen hier. Ja. Begegne allen Pokémon. Yo, sei nicht fasziniert davon, was ich für ein Handy in der Hand halte. Das ist wie Arceus ähnelt. Ach so, das hat er da vor dem vorgelesen. Okay. Ein Arceus-Phone, sagst du? Was für ein merkwürdiges Ding. Es scheint fast so, als würde es dich leiten. Zelda spricht zu mir. Ich habe eine ganz komische Stimme im Kopf. Ich muss zum Psychiater. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber ich möchte dir etwas erzählen. Mein Traum ist es, den ersten Pokédex für diese Region zu vervollständigen. Weißt du, was ein Pokédex ist? Es handelt sich dabei um ein wundervolles, ganz kurz, Ton ist okay. Monumentales Forschungsobjekt, Projekt, bei dem alle Pokémon registriert werden sollen. Aber um Pokémon richtig registrieren zu können, müssen sie gefangen werden. Und Pokébälle wurden erst kürzlich entwickelt. Ey, du, Professor, da gibt es nicht viele Leute. Ey,
die genug mit ihnen umgehen können. Ey, was ist das für ein Loch da hinten? Ja, um Pokémon zu fangen, ne? So. Hä, was? Achso, dann tauchst du plötzlich hier auf, ne? So. Ey, sag mal, was ist denn das da? Geht die Welt unter mit einem Talent zum Fangen von Pokémon? Hörst du mir nicht zu? Du willst alle Pokémon begegnen. Ich möchte alle Pokémon fangen. Hallo? Wir können uns gegenseitig helfen. Was sagst du dazu? Wollen wir uns zusammenschließen? Nö. Really, Nintendo, really? Really, Nintendo? 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 Bitte lasst mir doch die Chance irgendwas. Also wenn ihr mir schon die Chance... Also das finde ich so... Also was ist denn das mit diesen Games, ne? Ich finde es ein bisschen trollig, aber... Ihr gebt mir die Chance, eine Antwort zu geben, ja? Ich habe zwei Antwortmöglichkeiten, aber ihr leitet mich trotzdem zu einer Antwort. Also genauso wie... Willst du die Spaghetti essen? Ja. Und die zweite Antwort ist, ja, als ob. Ja, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Gib mir doch nicht die... Also, am Anfang von den Spielen war es ein bisschen Troll. Mittlerweile... Ja... Es ist so ein Witz, der nicht mehr so lustig ist. Moment, ich sehe gerade... Hä? Okay, Moment. Hä? Sorry, Santix, dass ich dich rumschmeiße. Warum ist hier... Was ist denn jetzt schon wieder mit... Das liegt nur an OBS. Hä? So, jetzt ist... Was ist denn mit... Also, ganz ehrlich. OBS hatte hier eine komische Wand, eine unsichtbare Wand. Alles gut. Sehe ich schon wieder zum ersten Mal, der nächste Bug von OBS. Ja, nice. Geht immer mehr bergauf mit dem Programm. Wenn du mir dabei hilfst, den Pokédex zu vervollständigen, bist du mir mehr als willkommen. Seitdem es wärmer wird, kommen die Fliegen auch an. Scheiße. Exzellenz, dann lass uns erstmal die Pokémon zurück ins Dorf bringen. Wir müssen uns ja noch um Essen... Oh nein, ich glaube, ich habe flüchtig ganz am Anfang, wo ich mir Arceus ein bisschen angeguckt habe in Social Media, da habe ich auch das Dorf gesehen, wie das aussieht. Ich habe gerade Angst davor, ins Dorf zu gehen. Folge mir, ich bringe dich... Ach, Jubeldorf. Oder selbst Dorf Moga besser aus. Oh ne, ich habe gerade Angst. Ach so, ja, okay. Ja, Professor. Ja, Professor. Japanisch? Japanischer Artstyle. Seid gegrüßt und wie immer vielen Dank für eure wachsamen Augen. Dieser junge Mann hat mir und meinen Pokémon einen großen Dienst erwiesen, deswegen möchte ich ihn ins Dorf einladen. Vielleicht kommt der Battlebus aus dem... Ja, ohne Scheiß, Alter! Ich warte nur noch auf das Lama, was ich abschießen kann. Na, sehr innovativ, hier das Haus zu kopieren und einfach nebeneinander zu stellen. Hier entlang. Ja, nee, eine Rundführung muss jetzt nicht sein.
Auf der Fleestraße. Hä, was guckst du denn so? Ausländerfeindlich. Ausländerfeindlich. Wie die guckt. Wo kommt der denn her? Also wir werden keine Freunde. Das weiß ich jetzt schon. Wir werden keine Freunde. Da wir nur... Was sollen wir aber... Psst, er kann nicht... Alter! Einfach ausländerfeindlich. Nee, ich bin hier nicht willkommen. Tschüss. Nö. Ach, na ja, die fragt sich wenigstens eine ganz normale Frage. Aber alle anderen... Nee, wisst ihr? Nee. Nein. Nein. Nein, ich fühle mich hier nicht wohl. Ah, ja, hätte ich ja fast was vergessen. Ich muss auch schnell Bericht darüber erstatten, dass wir die entlaufenen Pokémon erfolgreich wieder eingefangen haben. Ja, du hörst richtig. Ich habe gerade die Pokémon verloren. Dann hat ein kleines Kind mir geholfen, was ich, alter Mann, nicht geschafft habe. Ne? Und schon relativ erfahren mit Pokémon bin. Ich bin ja Professor und so. Aber ein kleines Kind hat mir geholfen, Pokémon einzufangen. Ich habe auch niemandem davon berichtet, dass mir die Pokémon entflohen sind. Weil warum auch? Dann denken die alle, ja, ich bin komplett bescheuert. So. Ne, da muss ich auf jeden Fall noch Bericht erstatten, dass ich, dass du mir geholfen hast, die einzufangen. Ja. Nee, natürlich, ja, nee, ich hab die eingefangen, ja. Kannst du lange so ein Speiselokal auf mich warten? Oh, geil Essen! Oh, Bambus. Es nennt sich heiße Kost. Du findest es auf der linken Seite, wenn du diese Brücke überquerst. Ja, hier gibt's ja nicht so viele Gebäude. Dein, also wenn ich mich hier verlaufe, ne? Shame on me. Scheint auf irgendwas zu reagieren. Eine mysteriöse Kraft weist dir den Weg zum Zielort. Oh, ist ja doch größer, als ich dachte. Drücke den Minusknopf, um die Karte auf deinem Arceus-Phone aufzurufen. Auf der Karte findest du Wegweiser zu deinen nächsten Zielen und Informationen. Ah, scheiße, jetzt hab ich... Ich hab aus Versehen länger als eine halbe Sekunde den Knopf gedrückt gehalten. Und dann hat alles direkt überblättert. Ich wollte die zweite Seite noch sehen. Gut. Geh zum Speiselokal. Über die Brücke und dann... Was ist denn hier? Ein schönes... Ein Acker. Ein Feld. Ja gut. Hier bin ich... Oh, ist ja nicht wirklich groß gewesen. Hier ist die Scheune. Und hier war gleich der See... Also der kleine Teich gewesen. Ach so, okay. Also es ist ja eine wirkliche Schande für Pokémon. Ah, meine Augen. Kennst du Arceus noch nicht so richtig? Also ich auch noch nicht so richtig. Deswegen spiele ich es jetzt gerade wirklich zum ersten Mal. Ich habe ein bisschen was gesehen, aber das neue... Doch, naja, ich finde das neue Pokémon, ich finde das ein bisschen schlechter als das hier. Erstmal noch. Ich gucke es mir an. Ich lasse mich auf diesen Pokémon-Teil ein. Nicht auf das jetzige, nicht auf Pokémon Pupon Karmesin, nein. Auf dieses hier lasse ich mich ein. Ich einfach ausprobieren. Einfach ausprobieren. Ich finde den Vulkan da hinten aber cool. Auch wenn es vielleicht nur wie ein PNG erstmal aussieht. Finde ich cool. Moment. Nein! Ach, ist ja blöd. Moment. Ja, du darfst ruhig deine Meinung haben. Ich mag es halt nicht. Ja. Alles gut. Alles gut.
Oh mein Gott, der Riss! Ah! Ich brauche eine Shotgun. Hallo? Shotgun? Irgendwo hier? Ich brauchte meine Instant-Buttons. Die sind überlebenswichtig für mich. Was? Untersuchen? Fleet oder wie spricht man das? Fleet? Fleet-Brücke? Ja, jo. War das gerade der Bus? Ja. was gibt's denn eigentlich noch von dem Bus? Yes. Bedank dich beim Busfahrer. They are all in the bush. Alter. Okay, das habe ich jetzt nicht gewusst. Entschuldigung, Entschuldigung. Das war ein komischer Sound. Wir sind alle im Bus. Eine Weide. Weide. Da steht nur Weide drauf. Ich weiß nicht, was das für Zeichen sind, ohne Mist. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Das finde ich, das ist, also unten, ist das unten so eine japanisch-asiatische Sprache? Und Buchstaben? Keine Ahnung. Oder ist das von den, ich kenne ja noch von Diamant-Editionen, da gab es ja auch noch sowas. Also da gab es ja diese Schriftzeichen-Pokémon. Das ist so lange her, ich kenne auch gerade nicht, Map, das ist die Sprache. Ich kenne, Miep, du meinst den Bus oder was? Da gab es ja diese Schriftzeichen-Pokémon, diese, waren das Fossil? Nee, Fossil-Pokémon waren das nicht. Aerodactyl waren Fossil-Pokémon. Incognito, genau. Ja, war lange her. Lange her. Also ich muss sagen, ich bin nicht allzu enttäuscht von der Grafik. Es geht. So, man kann es spielen, so. Eine neue Frisur ändert fix deine Laune und damit vielleicht auch dein Schicksal. So. Gibt es immer noch keine Option? Warum nicht? Okay, das ist ein interessanter Zoom. Oh, lul. Aber bis jetzt ist die Map noch nicht ordentlich groß, ne? Das ist ja dieser eine Abteil. Hier geht's wohl weiter. Ja. Hier sieht man noch, ob Sonnenschein. Geht zum Speiselokal. Heiße Kost. Okay, das ist das Handy. Hier ist eine Option. Steuerung. Aha. Null? Ich habe schon gesehen, dass das alles ein bisschen leise war. Im Vergleich zu mir jetzt gesehen. Ich mach mal... bestätigen und beenden. Achso. Weil ich im Vergleich zu dem Spiel wahrscheinlich ein bisschen sehr laut war. Ich mach mal auf volle Prozent, ganz ehrlich. Huch, warte mal, wie ging das nochmal? Also hier. Ich mach mal voll alles hoch. Nein, ich kann hier keinen Pokéball rausholen. Unfair. Expeditionsleiter Denboku. Ist ein Kampfpaket. Gerüchten zufolge kann er mit seinen Sumo-Künsten sogar Pokémon durch Luft schleudern. Ja, ist ja auch nicht wirklich herausfordernd, ein kleines Bautz irgendwo wegzukicken, oder?
Also ist ja klein und leicht. Sieht wieder anders aus, wenn du vor einem Dialga stehst und versuchst, den irgendwie, ne, judomäßig, ja, über die Schulter. Was hat der denn? Na, der hat noch... Der hat noch Essensreste an der Oberlippe kleben. Die habe ich ja noch nie gesehen. Nee. Dieses Lokal ist nur für Mitglieder der Galaktik-Expedition. Los, verschwinde jetzt. Nee. Sein Unterbart ist grau, aber seine Haare sind grün und das war auch gerade grün. Irgendwie kommt das Aussehen von dem Mädel mir irgendwie bekannt vor. Oh, wer bist du denn? Kleidung wie deine habe ich ja noch nie zuvor gesehen. In diesem dünnen Stoff können dir Pokémon leicht schwere Verletzungen zufügen. Weißt du? Naja, wenn der Wachposten dich durchgelassen hat, muss dich jemand im Dorf kennen. Ja, dieser komische Professor. Ist ja der Name Lavin ein Begriff? Lavin ein Begriff? Ja, ist der komische Professor. Er ist ein Professor aus, ein Professor aus einer anderen fernen Region. Ihm laufen ständig seine Pokémon davon. Ja, vielleicht wird er auch einfach nicht gemocht. Ja. Aber ich sollte mir lieber wohl an die eigene Nase fassen. Ich musste tagelang das Bett hüten, weil mich ein Pokémon mit der Attacke Donnerschock erwischt hatte. Bitte lass es Pikachu sein. Es ist genau wie Lumia gesagt hat. Ich bin wirklich ein hoffnungsloser Fall. Professor? Macht sie keine Sorgen. Kaito hier wird uns ab jetzt helfen. Ja, eher. Ne, so. Was reden Sie da? Sie wollen ihn doch nicht etwa in den Forschungstrupp aufnehmen. Ich bin Hardcore, ich bin genauso wie die anderen Hardcore, fremdenfeindlich. Ohne die Erlaubnis von Kommandanten Celeste. Dürfen Sie gar kein neuen Mitglied anwerben? Hm? Wissen Sie schon, oder? Ich bin Enkelklugscheißerin, eine ganz gemeine Kommandantin. Sofern er über die notwendigen Fertigkeiten über den Forschungstrupp verfügt. Ich bin Celestis, die Kommandantin des Forschungstrupps der Galaktik-Expedition. Aha. Ich habe vom Professor Lavin gehört, wie du dir entlaufene Pokémon wieder eingefangen hast. Nun will er, dass du uns deine Fähigkeiten zur Verfügung stellst, während wir dir im Gegenzug Unterschlupf und Verpflegung bieten. Du scheinst mir um die 15 Jahre alt zu sein. Also kannst du auch wie ein Erwachsener für deinen Lebensunterhalt arbeiten. Was? Doch du solltest wissen, dass wir einen Fremden wie dich nicht einfach so einstellen. Morgen wartet eine Prüfung auf dich. Ja, ruhig, ich bin Kind. Das klingt nach einem vernünftigen Vorschlag. Ja, okay, mach mit. Kommandantin, möchten Sie nicht mit uns essen? Sie haben sicherlich auch einige Fragen an unseren Besucher. Ich verzichte. Oh, danke. Ah. Beim Essen ziehe ich es vor, ungestört zu sein. Die rotzt sich jetzt die Rahmen rein. Eigenbrötlerisch wie eh und je. Also dann, alles weitere besprechen wir am besten bei einer Mahlzeit. Hallo Mubeshi, ich nehme wie immer die Kartoffel-Mochi. Heute aber 3 Portionen, bitte. Alter, du stehst gerade... Er steht gerade vor dem Restaurant. Achso, jetzt bedient er mich ja doch. Deine Kartoffelmochi sind köstlich, wie immer. Jetzt bedient er mich ja doch. Professor, wo sind Sie überhaupt auf diesen Fremden gestoßen? Nun, er ist aus diesem Loch im Himmel gefallen. Du weißt schon, dem Riss im Raum und Zeitgefüge.
Das kann nicht ernst sein. Ich bin Wissenschaftler. Ja, meine Arbeit besteht darin, Phänomene zu beobachten und herauszufinden, welchen Regeln sie folgen. Für mich zählen nur Fakten. Ja, es ist allgemein bekannt, dass es hier in der Hisui-Region eine Vielzahl von Pokémon gibt. Stimmt, sie leben überall, auf Wiesen, in Wäldern, an der Küste. Und als Mitglied der Forschungstrupps ist es unsere Mission herauszufinden, was für Lebewesen sie sind, ja. Eins ist sicher, Pokémon können einem wirklich Angst machen. Oh. Man weiß nie genau, über welche Kräfte sie verfügen und was sie damit anstellen könnten. Die Schiele, welche sind noch unerforscht. Hä, da hat gerade wirklich Entschuldigung, nein, nein. Nein, nichts gegen schielende Leute. Nein, nein. Sah nur gerade ein bisschen lustig aus. Hier kommt kein Spiel. Ihr müsst es gelungen, 3 Pokémon zu fangen. Hörst du? Ganze 3 Pokémon hintereinander? Ja, die nichts gemacht haben. Ja, voll gut, sah ein bisschen bedrohlich aus. Ja, hätte ihn vielleicht in Brand stecken können. Aber ey, ist nichts passiert. That's incredible! Einfach unglaublich! Show! Alter, was? Pokémon, Quatsch. Nintendo Deutsch ist doch ein. Oh. In der Galaktik-Expedition gibt es niemanden, der über ein solches Fangtalent verfügt. Mit seiner Gabe können wir endlich unsere Untersuchungen starten. 3 Pokémon? Wilde Pokémon sind so angriffslustig, dass wir froh sind, wenn es uns gelingt, auch nur ein einziges zu fangen. Oh ja, die sahen sehr angriffslustig aus. Na gut, wie gesagt, Feuerriegel, ja, aber die, ja, sehr angriffslustig. Alle 3, boah, die... Nun ja, die Pokémon, die zum Strand geflohen sind, waren ehrlich gesagt nicht besonders aggressiv. Doch das Wichtige ist, dass es sich unser Freund hier den Pokémon ohne Angst nähern konnte. Und dadurch war es ihm möglich, vor dem Wurf gut zu zielen. Ihr vom Forschungstrupp, so, ihr da, habt ihr wirklich die Muße, unbekümmert Fremde einzuladen und euch den Bauch vollzuschlagen? Also, du hast mich gerade bedient, Junge, mach mal den Ball flach. Wisch dir mal das von der Oberlippe ab. Die Kommandantin hat drin gerade 10 Portionen Kartoffelmutschi. Okay, was interessiert mich das gerade? Das macht sie sicher aus Frust darüber, dass es mit der Vervollständigung des Pokédex so schleppend vorangeht. Das Frustessen von Kommandantin Celestis wird bald ein Ende finden. Ja, greift zu, Kay. Okay, die Texte sind manchmal echt komisch. Ich weiß nicht, ob die manchmal so böse über mich sind, weil ich fremd bin, oder ob die manchmal nett zu mir sind. Manchmal lächeln die, manchmal gucken die böse mich an. Also, was wird hier gespielt? Brauchst du um Verpflegung und Unterkunft keine Sorgen zu machen, selbst wenn du vom Himmel gefallen bist. Och, nachts. Ein wahrer Gaumenschmaus war das. Das Essen war schon lecker. Bis abends. Okay, na gut. Ja, es ist dunkel nach dem Essen. Gut, es war Sonnenuntergang. Gut, ihr habt nichts gesagt. Aber denken Sie wirklich, dass es gut geht? Rex muss erst die Prüfung bestehen, bevor er dem Forschungstrupp beitreten kann. Aber seinem Können mache ich mir keine Sorgen. Kai wird ganz sicher bestehen, ja. Ich hoffe, Sie behalten recht. Ich habe nicht zufällig gelauscht. Nein. Kay war der Name. Heute kannst du in unserem Quartier schlafen. Ich verstehe es nicht. Sie haben alle Stimmungsschwankungen. Keine Ahnung. Was soll ich davon halten? Dort solltest du die Prüfung nicht bestehen. Musst du außerhalb des Dorfes leben. Wo dich im schlimmsten Falle ein qualvoller Tod erwartet. Ja! Genau! Ja! Ein Kind! Komm rein! Komm rein! Ey, verpiss dich! Komm rein! Iss! Was ist mit dir los? Ja, hier, du kannst da erstmal schlafen, so. Morgen musst du die Prüfung bestehen. Falls du sie nicht bestehst, geh weg! Und dann stirb! Hehehe.
Kommandantin Celeste hieß es, unerbittlich, genau wie die Wildnis hier in Hisui. Hisui? Sie will keine Schwäche zeigen, schließlich geht es hier auch darum, alles zu beschützen. So, mein Freund aus dem Himmel, ich hoffe, du fällst nicht auch noch aus deinem Bett. Ja, aber mit einem deutlichen... Ne? Chef beiseite, ich wünsche eine gute Nachtruhe. Ich werde träumen. Ich werde so gut träumen. Gute Nacht. Ein Mensch, der aus einem Riss im Himmel gefallen ist. Die Welt ist voller Rätsel. Alter, okay, ja, ich lasse es jetzt. Ja, ja, ja. Zuvor bedanke ich beim Busfahrer. Ja, ich lasse es jetzt. Okay, gut. Reicht. Langsam wird es unlustig. Moin. Holy. Kommst du mir bekannt vor? Mhm. Pokebälle. Cool. Och, das sind... Nee, warte. Ach nein, mir fallen jetzt nicht mehr die Früchte ein. Und vor allem, woher kenne ich die? Nee, von Pokémon Go kenne ich die. Null. Ja, ist ja auch. Gut, ist ja auch egal. Und von einem anderen Game kommen die mir auch noch bekannt vor. Also von einem anderen Pokémon-Game, meine ich. Da gehe ich erstmal rein. Ist oben rechts immer die Quest? Ich verschieb mal, den Chat nach links. Ich hoffe, das bleibt auch, dass die Quests und alles Mögliche hier rechts sind. Ich hoffe, das bleibt auch so. Das wollte ich nicht verschieben. Ja, und... So, und... Das mache ich mal hier hin. Na, so, zack. Hoffe, das ist okay so. Nein, lass mich frei bewegen. Sehr texturmäßig, sehr fortschrittlich. Die Forschungsfibel enthält wichtige Informationen, die dir bei deiner Forschung in der Hisui-Region helfen werden. Öffne das Spielmenü, indem du... Ich habe immer das Gefühl, dass ich irgendwelche Wörter mal falsch ausspreche. Tipps für Mitglieder. Denkt immer daran, eure Abenteuer regelmäßig zu speichern. Ich dachte, es speichert automatisch. Wenn du die Funktion automatisches Speichern aktivierst, wird dein Spiel automatisch gespeichert. Du kannst sie im Spielmenü und ich hoffe, das ist auch aktiviert. Gucke ich gleich mal nach. So, automatisches Speichern. Aktiviert. Auch hier kann ich keine Pokebälle werfen. Ist ja auch klar. Diese Feuerstelle kann dazu benutzt werden, um das Zimmer warm zu halten. Oh, haha. Eine Kiste. Das ist eine Lagerkiste, in der du bestimmte etliche Items unterbringen kannst. Etliche Items. Entschuldigung. In diesem Krug wird Trinkwasser aufbewahrt. Entdecke verhindert, dass Staub hineinfällt. Oh ja. Die Fibel. Oh, dieser Joy-Con. Denkt immer daran, ja, speichern. In diesem Schrank lässt sich Wechselkleidung verstauen. Cool. Hier steht eine Laterne. Leider kannst du sie ohne Öl nicht selbst anzünden. Ich finde es schade, dass hier kein Fernseher steht wie in anderen Spielen mit einer Spielekonsole, wie zum Beispiel eine Switch oder so. Hier sind ein paar Steine, die jemand wohl irgendwo aufgesammelt hat.
Sie sind hübsch, aber nichts Besonderes. Ja, okay, Stein im Glas. Verhaltenskodex. Jeder wird höflich und freundlich behandelt. Ne, ist hier nicht der Fall. Direkt nicht. Vorgesetzten wird Respekt gezollt. Eigene Vorlieben werden hinten angestellt. Schwächeren wird stets geholfen. Probleme werden ohne Umschweife bewältigt. Achso, von da abgelesen. Ich kann crouchen. Bis zum Morgen ausruhen? Ja, okay. Was ist, wenn ich nein? Kann ich wieder raus? Es ist schon zu spät, okay. Ja gut. Dann bleibt mir ja nichts anderes übrig. Oh, Bidizas. Am nächsten Tage. Guten Morgen. Letzte Nacht soll es heftig gewittert haben. Es ist Zeit für deine Prüfung. Ich drücke dir die Daumen. Ja, wer ist dann da? Geh zum Galaktik-Hauptsitz. Lass dir dort von Celestis die Aufnahmeprüfung erklären. Ja. Herrliches Wetter heute. Konntest du dich gut ausruhen? Und wenn wir, auch wenn dir hier alles unvertraut ist? Lass uns nun zum Hauptsitz gehen. Kommandanten Celestis wartet hier sicher schon. Ja, okay. Was ist denn da hinten für ein Haus? Naja, werde ich ja bald irgendwann sehen. Kann ich Kräuter mitnehmen? Nein. Tag. Den Forschungstrupp findest du hier im Erdgeschoss des Hauptsitzes. Haltet euch! Was ist passiert? Ich werde von wilden Pokémon angegriffen. Ich habe meinen Partner Pokémon eingesetzt, aber es waren einfach zu viele. Das kommt davon, dass du so weit rausgegangen bist. Du musst besser auf dich aufpassen. Der Sanitätstrupp wird sich jetzt um dich kümmern. Dieser Mann gehört zum Sicherheitstrupp. Obwohl er seinen Partner Pokémon dabei hatte, wurde er angegriffen und verwundet. Ohne Partner könnte es schwer für dich werden, die Prüfung zu bestehen. Oh. Schon scheiße. Kommandantin, hier ist Keixo. Ja, verstanden, tretet ein. Wenn es sein muss. Ich habe noch viel zu tun. Das ist mein Papierkram, meine Stapel häufen sich. Also, ne? Stillgestanden. Dann kommen wir gleich zur Sache. Um ein Mitglied der Galaktik-Expedition zu werden, musst du ein Obsidian-Grasland. Ein Bidiza, ein Staralili und ein Scheinungsfang. Nein, ich weiß nicht mal, wie ein Scheinux aussieht, aber die anderen beiden kenne ich. Drei verschiedene Pokémon? Das ist doch noch niemandem von uns gelungen. Hä, ist wirklich jetzt so? Drei Pokémon fangen hintereinander? Das ist noch niemandem von euch gelungen? Hat er nicht gestern drei Pokémon gefangen? Wenn es stimmt, was Professor Larven erzählt hat, müsste diese Prüfung ein Kinderspiel für ihn sein. Wie da hinten einfach rumschwebt. Oh, herrlich. Die Galaktik-Expedition kann es sich nicht leisten, Leute umsonst durchzufüttern. Wenn du bleiben möchtest, musst du beweisen, dass du für uns von Nutzen bist. Okay. Gut, die sind sehr feindlich gegenüber Menschen, die arbeitslos sind. Hier, du darfst dir diese Tasche für die Prüfung ausleihen. Sie gehört zur Grundausstattung des Forschungstrupps.
Keine Bauchtasche, eine Rückentasche. Wow, diese Tasche steht dir echt gut. Machst du noch ein bisschen noch zur Hüfte runter, dann ist okay. Also sieht das aus, als ob das mir den Bauch wegdrückt, abdrückt. Und mach dich auf den Weg. Lumia, hilf ihm, falls es Probleme geben sollte. Wegweiser aktivieren. Nein. Nein. Ich bin nicht so ein Vollnoob. Hier entlang. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich will alles selbstständig finden, ihr sie. Lass mich. Nein. Ha. 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 Ruhe. 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 Wer streamt hier? Hä? Wer? Ruhe. 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 Hallo ihr beiden. Guten Morgen erstmal. Was meldet sich die Nudel? Ach, nicht beachten. Was gibt es, Professor Larven? Keks, du musst die Prüfung bestehen. Das ist notwendig für Vollständigung des Pokédex und naja, damit er hier überlebt. Es ist halt einfach, ja, stirbst halt, wenn du nicht schaffst. Ja, dann will ich ihm als Professor ein bisschen unter die Arme greifen. Bitte sehr. Ja, Eule. Ja, Feu, Feu. Muschel. Nun denn, suche dir eines dieser Pokémon als Partner aus. Mit einem Partner-Pokémon an deiner Seite kannst du gegen wilde Pokémon kämpfen. Die drei Pokémon bedeuten mir sehr viel, aber man sieht sofort, dass sie sich allesamt für dich interessieren. Also, auf welches Pokémon fällt deine Wahl? In jedem Pokémon-Teil, ich weiß nicht warum, immer der Pflanzen-Pokémon ist mir sympathisch. Immer. Ich weiß nicht warum. Hä? Baut? Eule. So, ein Diamant habe ich ja auch. Shell. Das ist so lange her einfach. Shelter, keine Ahnung. Möchtest du Bautz zu deinem ersten Partner machen? Ja. Sieh nur aus, süße Eule. Oh. Erstmal petten. War das gerade legit? Ja. Eines der Pokémon, die du beim Strand des Aufbruchs für mich eingefangen hast, ist nun also dein Partner. Irgendwie kurios. Wer hast du einen Pokéball, in dem sich Bautz befindet? Geil. Achte immer darauf, welche Pokébälle leer sind und in welchen sich ein Pokémon befindet. Aha. Nein, das synchronisiere ich jetzt nicht. Perfekte Lippen-Synchro. Die anderen beiden Pokémon scheinen Bautz anzufeuern. Oder vielleicht würden sie dich auch gerne begleiten. Da könnte etwas dran sein. Ja, schließlich sind sie auch genau zu dem Zeitpunkt aus dem Dorf ausgebüxt, als Kai vom Himmel gefallen ist. Aber keine... Nein, ich spiele den Sound jetzt nicht mehr ab. Keine Sorge. Ja, bedanke dich beim Busfahrer. Ihr beiden könnt mir erstmal einmal bei meiner Forschung behilflich sein. Welche Pokémon musst du eigentlich bei deiner Prüfung fangen? I see. Jessie, warum tun die Englisch mit reinnehmen? Der ist so ein bisschen weird, der Professor, ja? Ja? Ja. I see. I understand. Ja, ja. Drei Types of, Pokémon, Grasland, also, ne? Von Ebene of the. Geh einfach jetzt hin, ja. Und nimm die Pokébälle. Verpiss dich einfach. Ich hab keinen Bock mehr. Geil. Nochmal 20 Pokébälle. Jetzt hab ich ja 70, oder? Naja, 67? 66? Sie wurden von Hand angefertigt. Ich habe selbst überprüft, dass sie richtig funktionieren. Du wirst das Kind schon schaukeln? Okay.
Es ist soweit. Um zum Dorf der Prüfung zu gelangen, musst du vom Hauptsitz aus links weitergehen. Haha. Mhm. Ja. Schon wieder du. Moin. Was sind das für Bären? Radieschen. Bücher. Ist schwer zu sagen, wozu diese Vorrichtung gebraucht wird, aber sie sieht beeindruckend aus. Ein Ofen. Hier sind verschiedene Notizen zu Pokémon angebracht, die momentan erforscht werden. Aha, ja. Es scheinen keine Nebenmissionen zur Verfügung zu stehen. Das ist ein Questbrett? Moin. Achso, Arztzimmer? Ja, Arzt. Es geht noch in den Keller? Schule. Aha. Kann ich Türen öffnen? Nee. Kann ich einfach durchgehen? Nein. Noch ein paar selbstgemachte Pokebälle. Also vor allem der untere Teil sieht aus wie Holz geschnitzt. Jessie. Maul. Wo kommst du denn her? Deine Kleidung sieht ja komisch aus. Tschüss. Ich muss aber sagen, der Himmel sieht immer so toll irgendwie. Also irgendwie sieht der Himmel toll aus. Wie, hä, ich habe wieder nur 20 Pokebälle? Was? Ich habe doch erst 50 bekommen. Ja, Bewegung. Bewegungssteuerung ist da. Der Himmel sieht wirklich toll aus. Auch wenn es nur oben... Ich finde es toll. Ich finde es trotzdem toll. Nee, ich rede nicht mehr mit anderen Kindern. Das Kind von vorhin hat mich gerade vorhin gerade eben so ausgelacht. Nee, ich habe keinen Bock mehr. Nein. Oh, was für eine sonderbare Erscheinung. Du hast mein Interesse geweckt. Ich bin Volo, ein Mitglied der Ginkgo-Gilde. Ich habe die Gerüchte über dich gehört. Du sollst vom Himmel gefallen sein. Das wollte mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Oh, du hast auch ein Pokémon bei dir? Das ist ja wirklich äußerst interessant. Oh. Es liegt in der Natur eines jeden Händlers, allerlei ungewöhnliche Dinge auf den Grund zu gehen. Wie wäre es mit einem Kampf, um die Stärke unserer Pokémon zu prüfen? Ich habe es gerade erst bekommen. Okay. Ich hätte sowieso machen müssen. Bestimmt hätte das Spiel sowieso gesagt, nee, doch, du machst das jetzt. Mir ist vorgekommen, dass du deine Prüfung ablegen musst. Das ist ein Kampf. Dann ist ein Kampf doch genau das Richtige, um dich darauf einzustimmen. Denk daran, wenn die KP deines Pokémons auf Null fallen, hast du verloren. Also dann, los geht's. Togepi! Das ist nicht wahr. Ey, finde ich so geil. Nein, ich schütze mein Pokémon. Aber ich kann auch getroffen werden. Die rennen einfach rum, wie sie wollen. Ist das geil? Ah!
Alter! Nochmal Windstoß. Nein, ich schütze meinen... Au. Hab ich mein Pokémon jetzt ein bisschen geschützt? Los, Windstoß. Nochmal, los. Zack. Ich finde das Kampfsystem irgendwie richtig geil. Pokémon-Attacken, Items, nutz sie weise und nichts kann dich aufhalten. Oh ja, neue Attacke, neues Level. Ja. Es ist immer ein Spaß, Pokémon gegeneinander kämpfen zu lassen. Dadurch wachsen sie über sich hinaus, lernen neue Attacken und werden noch stärker. Bei Levelaufstieg erhöht sich manchmal die Anzahl der Attacken, die ein Pokémon einsetzen kann. Wenn du die Attacken ändern möchtest, die deinem Pokémon im Kampf zur Verfügung stehen, musst du die Tasche öffnen, ein Pokémon wählen und anschließend die Option Attacken verwalten auswählen. Leider gibt es nur wenige Menschen, die Pokémon bei sich haben. Wenn doch nur jeder wüsste, wie man Pokébälle benutzt. Einfach draufwerfen. Einfach gegen den Kopf. Einen Moment, ich werde unsere Pokémon wieder zu Kräften kommen lassen. Ja, geil. Nimm diese Tränke. 60 KP. Nutze sie, wenn deine Pokémon geschwächt sind. Ich wünsche dir viel Erfolg. Je mehr die Galaktik-Expedition wächst, desto größer wird schließlich auch meine Kundschaft. So wurden schon viele Kinder gefangen. Hä? Wie meinst du das jetzt? Das kann man aber schnell falsch verstehen. Du kannst nicht nur die Pokémon fangen, sondern auch mit ihnen kämpfen. Ja, dann mal auf zum Obsidian-Grasland. Wenn du Jubeldorf verlässt, musst du auf der Karte deinen Zielort auswählen. Sag auch bitte Darius, dem Wachposten, wohin du gehst. So kann dich jemand retten kommen, solltest du durch einen Pokémon-Angriff ohnmächtig werden. Achso. Pokébälle gegen Kopf werfen. Weiß nicht jeder. Nein. Nein, das ist eine höchst schwierige Angriffs- und gleichzeitig Verteidigungsformel. Ja, das braucht viele Techniken. Da musst du erstmal 10 Fingerzeichen wie Naruto beherrschen können und... Okay, lass mal das. Einfach. Oh, schade. Und dann kann ich das Spiel irgendwie überlisten. Huch! Alter. Ach Mann, ich bin gerade fast geschafft, gegen den Kopf zu werfen. Du bist Kaix, nicht wahr? Ich weiß schon Bescheid. Deine Aufnahmeprüfung findet außerhalb des Dorfes statt. Pass bitte gut auf dich auf. Ich soll ja... Muss ich wirklich jetzt markieren, wo ich hingehe? Das ist das Dorf. Hier bin ich jetzt gerade. Jo. Grasland? Ich muss ja wirklich sagen... Ach du heilige Scheiße. Lass mich doch mal die Welt erkunden. Link, wo bleibst du? Ja, ich muss leider, um zu überleben, muss ich leider Dinge tun. Ja, sonst sterbe ich. Wir befinden uns hier im Basislager. Das ist der letzte Ort. LOL, Monster Hunter-like. Einfach erstmal ins Lager. Dort, wo die wilde Natur beginnt. So, ja. Zur Erinnerung, deine Prüfung besteht darin, Pokémon 3 verschiedene Arten zu fangen. Bidiza, Staralili und Shinux. Na dann legen wir los. Was machen Sie denn hier, Professor? Hä? Nun ja, die Kommandantin hat mich von Herr Bai zitiert. Mhm. Und sie hat deutlich gemacht, dass ich die volle Verantwortung trage, sollte etwas passieren. Ha, 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 ha. Ja, jedem ist doch eh scheißegal, ob ich sterbe. Die Kommandantin ist wirklich unerbittlich. Aber wie genau sollen Sie denn bitte helfen? Ach, es besteht keine Notwendigkeit für mich, irgendwas zu tun.
Dieses Spiel ist gefühlstechnisch mit den Charakteren ein Auf und Ab. Ich weiß nicht, also... Ach, Kai hat schon alles im Griff, da bin ich sicher. Ich muss bloß Verantwortung für euch übernehmen, falls ihr sterbt. Ist eigentlich egal. Aber ich trage trotzdem die Verantwortung. Aber ist mir scheißegal, was du machst. Du hast es schon im Griff. Ja. Das heißt also, ich trage die große Verantwortung. Hä, jetzt du? Was ist denn hier los? Was ist die Logik? Wer trägt denn jetzt welche Verantwortung? Sterbe ich jetzt trotzdem? Ja, Kai wird das schon schaffen. Bitte stirb. Mit die Kuschen. Ja. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz... ne? So. So. Scheiße, kannst du dich selbst wieder aus dem Timer rausholen? Ich hoffe nicht. Hä? Was mach, Meg? Ja, lul. Einfach Mod getimeoutet. Aber Kai wird das schon schaffen. Lass uns mit der Prüfung beginnen. Nein! Da. Och, Mann! Was an Basis? Kann ich wieder schlafen gehen? Ausruhen. Kann ich wirklich? So. Ja. Das ist der Ambitionshügel. Hier leben die Pokémon, die du für deine Prüfung fangen musst. Alter, wie habe ich denn gerade geguckt? Oh. Das Obsidian. Schau, das ist ja schon ein Blitzer. Das Wichtigste beim Fangen ist, dass du gut zielst. Ja. Vielleicht weißt du das schon alles, aber lass mich es dir trotzdem nochmal erklären, was ich gelernt habe. Ja, damit ich dir... Ach komm. Blitzer hat eine friedliche Veranlagung. Es ist also unwahrscheinlich, dass es vor Menschen flieht. Na, friedlich heißt nicht gleich zahm. Ne? X1 Experte. Because I have played Pokémon Go. Every day. Every night. Ja, du hast ein Blitzer gefangen. Oh. Tschüss. Also ganz ehrlich, die Landschaft finde ich bis jetzt angenehm. Es geht. Sache Lili. Sie greifen sofort zur Flucht an. In diesem Fall hilft es, sich zu ducken. Ach, verstecken. Mhm. Kann man sich ranschleichen. Ja, Hauptsache, renn vor. Wo ist denn... Achso, da hinten. Oh. Es ist ja nicht so toll jetzt gelaufen. Bup, 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 bup. Bup, bup, bup. Dies ist gelungen, einen Sarah Lili zu fangen. Jetzt fehlt dir nur noch ein Pokémon. Ein Pokémon. So, wie sieht denn jetzt nochmal ein Shinux aus? Was denn jetzt? Ah, es gibt noch etwas, was ich dir erklären muss. Also. Und zwar, wie du deinen Pokéball wie du einen Pokéball wirfst, in dem sich ein Partner-Pokémon befindet. Ach so. Hat mir das beigebracht. Wenn du ein Item geworfen hast und danach einen
Ball mit einem Pokémon darin werfen willst, drücke den X-Knopf. Wenn du einen Ball mit einem Pokémon darin geworfen hast und danach einen Item werfen willst, drücke auch den X-Knopf. Ja, und die Kommandantin nennt das den X-Wechsel. Versuch mal, einen Ball mit einem Pokémon darin auf einen Baum oder einen Stein zu werfen, auch mit dem X-Knopf. Auf diese Weise kann dein Pokémon Beeren und Ähnliches für dich einsammeln. Auch indem du den X-Knopf drückst. Dann lass uns mal sehen, was dein Partner so zu bieten hat. Deine letzte Aufgabe ist es, einen Shinyx zu fangen mit dem X-Knopf. Eine Sinnelbeere, ach stimmt. Die gab es auch bei Mystery Dungeon. Kategorie wechseln. Ja! Oh. Bleib mal draußen. Ja. Oh. Du bist ein Feini. Will ich ein Feini? Kann ich nicht petten? Oh. Komm mit. Kommt es mit? Nein! Ach so, weil jetzt gerade. Wo willst du denn hin? Weil ich gerade weggelaufen bin, irgendwie so. Das ist ein Shinyx. Ach so, sah er nochmal aus. Ist dir aufgefallen, dass Shinyx eine aggressive Veranlagung haben? Nein. Wieso? Schon in Ordnung. Wenn du ein Pokémon genau beobachtest, es also regelrecht anvisierst, fällt dir sowas auf. Ja. Aggressive Pokémon schlagen Pokebälle weg, wenn sie aufgeregt sind. Je mehr Pfeile angezeigt werden, desto eher wird dein Fangversuch gelingen. Aha. Ein X-Symbol bedeutet, dass das Pokémon Menschen gegenüber feindselig eingestellt ist. Achso. Aber keine Sorge, ich verrate dir einen nützlichen Trick. Du musst gegen sie erst kämpfen. Ja, wirst du dann mitten im Kampf einen Pokéball... wirfst du es dann mit einem Kampf, ja? Kannst du es fangen, ja. Ich hatte dir schon vorhin erklärt, wie du einen Pokéball wirfst, in dem sich ein Pokémon befindet, mit dem X-Knopf. Ja, wirf einen dieser Pokébälle in die Nähe des Pokémon, das du fangen möchtest. Los, drück den X-Knopf! Um einen Kampf gegen ein wildes Pokémon zu beginnen, musst du einen Ball auf es werfen, indem es sich eines deiner Pokémon befindet. Wenn gerade ein Item zu werfen ausgewählt ist, kannst du den X-Knopf drücken, um zu deinen Pokémon zu wechseln. Oh, jetzt geht's ab. Ach, ich muss es drauf werfen. Ich höre nicht gut zu. Los! Alter! Blattwerk. Mach es kaputt. Ich kann nicht von selbst werfen? Oder hätte ich einen X-Knopf drücken müssen? Oh. Alter, wie die gerade geguckt hat. Ah! Du hast dich furchtlos im Pokémon ge... Ah! Und sie alle mit Bravour bestanden. Ja, Meister können also doch vom Himmel fallen. Ja, und dem Fall aus dem Fortnite-Bus. Mit deiner Hilfe könnte es dem Forschungstrupp tatsächlich gelingen, wie beauftragt, den Pokédex zu vervollständigen. Ich wüsste nur zu gerne, wie du vom Himmel gefallen bist. Ja, mit dem Bus. Doch lass uns doch erstmal nach Jubeldorf zurückkehren. Nein, lass mich endlich mal die Welt erkunden, so. Wonderful! Haben dich mit Fortnite infiziert. Nein. Alles von selbst getan.
Natürlich hatte ich schon genau prognostiziert, dass du die Prüfung bestehen würdest. Ja, ja. Ja. Genau gewusst. Ausgerechnet. Diagnostiziert, prognostiziert. Da war der erste Schritt zu deinem Ziel, alle Pokémon zu begegnen. Wisst ihr was? Das ruft nach einem Erinnerung. Nein, bitte nicht. Nein. 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 Jetzt hat das getan. Ich verprügel dich dafür. Lass uns nach Jubeldorf zurückkehren. Ich würde dir so ins Gesicht treten. Arschloch, was fällt ihm ein? Du hast bald die Möglichkeit, deine gefangenen Pokémon auf der Weide im Dorf behüten zu lassen. Wenn du da unterwegs bist, kannst du bis zu 6 Pokémon bei dir haben. Es gibt allerdings niemanden, der das schon mal vollbracht hat. Die Kommandantin erwartet unseren Bericht. Auf zum Hauptsitz. Die Kommandantin wird sicher zufrieden sein. Ja. Ja, komm mit. Kommt das wirklich jetzt mit? Komm mit. Och man, wieso nicht? Was denn jetzt? Ich kann nur einen Pokémon rausnehmen und machen. Nee, doch mehrere. Kommt alle raus. Kommt alle raus. Essen. Okay. Ja. Wie jetzt? Schreiben die das? Na, wie jetzt kriegen sie es hin oder nicht? Oder was? Ja, es ist halt so. Einfach im Stich lassen. Die Hullen. Wenn sie Hilfe brauchen, dann kann ich ja. Dann kann ich ja. Hä? Nein! Die müssen schon die Prüfung bestehen oder sterben. Genau wie ich. Zarte Welt. Ja. Süßer Biber. Dass sie nicht hinter mir herlaufen, ist so blöd. Warum nicht? Kommt das noch? Ich hoffe. Naja, gut, dann rede ich mal mit der Ollen. Es sieht so aus, als wärst du dem qualenvollen Tod in der Wildnis wohl doch entronnen. Ja. Meine Glückwünsche. Was ist denn das? Du hast die Prüfung bestanden. Deine Tasche darfst du behalten. Ach so, vielen Dank. Ja. Ich muss sagen, du hast mich beeindruckt. Aufgrund deines fragwürdigen Hintergrunds hatte ich deine Prüfung absichtlich schwieriger gestaltet. Danke! Ja, nein, gut. Ich hätte nicht gedacht, dass du sie bestehen würdest. Ich wundere mich gerade echt, wie du zum Offizier oder zur Kommandantin geworden bist. Also ganz ehrlich, also... Forschungsuniform? Nee, trage ich nicht. Und ein paar Forschungsschuhe. Du kannst dich in dem Quartier umziehen, in dem du gestern geschlafen hast. Beeil dich und begib dich dann danach umgehend zum Büro des Expeditionsleiters. Es befindet sich hier eine zweite Etage. Zieh deine Uniform an und stell dich dem Expeditionsleiter vor. Das ist deine erste Mission als Mitglied des Forschungstrupps. Also ich soll erst nach Hause gehen, nur um wieder hier zurückzukommen. Habt ihr keine Umkleide? Unfortschrittlich. Unhöflich. Hi, danke schön für den Follow. Ja, der Alert funktioniert wieder. Gestern hat er nicht hingehauen. Vielen Dank für den Follow.
so. Ja. Ich wollte auch mal gucken, was am Himmel zu betrachten ist. Hi, herzlich willkommen. Dachte so, naja. Gut. Fleetstraße. Ne, warte mal, wo wohne ich nochmal? Die Häuser sehen hier alle so gleich aus. Ich verlaufe mich doch wohl doch. Nee. Ach so, da. Okay. Gut. Bei den anderen Häusern, die gleich aussehen. Das ist, ja. Wie geht's? Ja, gut. Heute Feiertag. Super. Super. Ja, ich muss meinen eigenen Mod noch entbannen. Moment. Ach. So. Moment. Scheiße, Jesse. Keine Ahnung. Warte, jetzt fällt's mir wieder ein. Das mache ich nicht oft. Moderatoren. Tja, Jesse ist nicht drinne. Hm, komisch. Jesse, du bist nicht im Ja, du bist nicht im Stream, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Ach, bist schon im Bann. Warum stehst du nicht in meiner Benutzerliste? Soos. 11.900 Münzen. Viel Spaß damit. Du bist auf Platz 22. Lul, du bist noch nicht mal der erste Platz. Ist kein Mod mehr? Lul. Why, how I have to do this? Moment, vielleicht wird es mir angezeigt. Bis jetzt, Mod. Jetzt, ich schreib mal was. Geil. Alter, dafür, weißt du, dafür. Direkt wieder Timeout. Also das geht ja wohl gar nicht. Also jetzt ohne Mist. So, dreckige Nudel. Ich möchte mich umziehen. Kamera wegfaden lassen. Ja, jetzt wird's pervers. T-Shirts und Shorts. Na gut, sieht nicht ganz so schlecht aus. Bett. Ach krass. Kann meine Augenfarbe noch ändern? Grün. Gegen Erbguthämmer? Was ist denn schon wieder mit dir los? Unglaublich. Ja, auch schön bei Stream-Avatars, ne? Alle Pokémon rausgepackt. Tja, Jesse, Santix ist schon ein Pokémon. Und du? Was? Das braucht eine Weile. Die Forschungsuniform scheint dir perfekt zu passen. Steht dir. Ja? Es scheint fast so, als habe die Kommandantin sie für dich anfertigen lassen. Du hast dich also umgezogen. Nee. Sollte ich doch. Oder was? Ist das falsch gewesen oder was? Das Zimmer, das wir gestern dir bereitgestellt hatten, kannst du ab jetzt immer nutzen. Das hier sollst du ebenfalls haben.
Boah, direkt Ash geworden. Na gut, der Hut sitzt, der passt nicht so schön. Nun geh und stell dich dem Expeditionsleiter vor, du Nudel. Ich dachte, ich kann mich drehen. Kann ich mich nicht drehen? Es geht nur um den neuen Teil. Unfug. Scheiße. Ich soll nach oben. Dann gehe ich nach oben. Ach, ein Evoli, den will ich haben. Oh. Noch weiter nach oben? Bup, 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 bup. Ja, gib dir Schimpfwörter, du Nudel. Gib dir dreckige Schimpfwörter, du dreckige Nudel. Alter, Santix ist wieder direkt am Ausrasten. Du hast mich ja ganz schön warten lassen. Arschloch! Nee. Nee. Das geht jetzt zu weit. Nee. Jetzt wirst du angepinnt. So. Reicht. Ist zu viel des Guten. Nee. Ah, du bist also Kai, richtig? Mit Nudelgerichte. Gut, Manieren scheinst du ja zu haben. Ja, bis zu einem bestimmten Grad. Ich weiß im Großen und Ganzen Bescheid. Auch darüber, dass du aus dem Riss im Raum Zeitgefüge gefallen bist. Also dann zeig mir mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Stell dich mir im Zweikampf. Was tue ich? Angreifen oder im Gegenstellen? Heißt das hier, Fuß tritt ins Gesicht und das hier heißt, Fuß tritt auf die Füße treten? Fuß ins Gesicht oder Fuß in den Arsch? Hä, Jesse, was hast denn du jetzt auf einmal für einen Avatar? Das ist der Pokémon-Trainer, lul. Ja, was mache ich, ne? Tat, da bin ich gestolpert. Du hast Tatkraft bewiesen, dass du ein Scheißer bist. Und deine Sumo-Technik musst du zwar noch feilen, aber du hast Potenzial. Du solltest wissen, dass dir hier nicht jeder über den Weg trauen wird. Schließlich bist du urplötzlich aus dem Himmel gestürzt. Manche halten dich womöglich für einen Boten des Unheils. Oha. Doch das ändert nichts daran, dass du unsere Aufnahmeprüfung bestanden hast. Jetzt gehörst du zu uns, so mysteriös du auch sein magst. Stell dich in den Dienst der Galaktik-Expedition und hilf dabei höchst. Lul. Den Pokédex zu vervollständigen. Aber vergiss eins nicht, ja? Pokémon sind furchteinflößende Wesen, vor allem der Bautz. Hat richtig Angst mit seinen Augen. Kann ich nachts immer nicht schlafen. Ich nenne niemanden irgendwie, irgendwen, irgendwas. Der Expeditionsleiter schickt dich als Mitglied. Scheint dich als Mitglied akzeptiert zu haben. Ja, ich bin so doof zum Lesen. Innerhalb der Galaktik-Expedition bist du derzeit eine Null-Sterne-Mitglied. Ist ja schmeichelhaft. Wenn du deine Arbeit im Forschungstrupp erledigst, kannst du im Rang aufsteigen. Er bringt dich um, wenn du deine Spanisch-Lektion vergisst, weißt du? Und die haben zusammen mit deiner Fremdsprachlektion gepasst.
Und nehme diesen. Das heißt, die Vervollständigung des Pokédex geht Hand in Hand mit der Erhöhung deines Mitgliedsrangs. Und je weiter du den Pokédex füllst, desto näher kommst du auch an deinem Ziel, allen Pokémon zu begegnen. Nein, das ist nicht mein Ziel. Ich habe noch etwas für dich. Es handelt sich um eine Anleitung zum Herstellen von Items. Wie geil. Ich muss jetzt bald mal pissen gehen. Du hast außerdem 3000 Pokédollar. Damit kannst du Materialien kaufen. Geld. Geld, ich liebe Geld. Nun ja, du bist ein Experte im Herstellen von Items. Bring Kai bei, wie man Anleitungen benutzt. Jawohl! Dann werde ich mal als deine Mentorin tätig. Ne? Wir stellen hier allerlei Gegenstände von Hand her. Einiges von dem, was wir brauchen, gibt es zwar auch im Gemischtwarenladen zu kaufen, aber es ist wichtig, sich die selbst zu besorgen. Es ist uns sogar möglich, das wichtigste Hilfsmittel des Forschungstrupps selbst herzustellen. Burgerbälle. Aha, nicht schlecht, oder? Ja. Lass uns gleich mal zum Handwerksladen gehen. Nice, ich muss mal ganz... Ich muss mal kurz auf Toilette. Bin gleich wieder da. Ah, da ist sie. Unhöflich.
Ah. Maul, Jesse! Unerhört. Machen Sie die Kutsche auf? Nein. Ach nö. Mann. Naja. Also die Leute in der Monster Community in WhatsApp, die machen gerade echt Fatales. Ich habe irgendwie ein bisschen Lust mitzumachen. Ja, dann geh ich, bevor ich nicht mehr mache. Ja, aber ich habe gerade dieses Spiel angefangen. Ist doch scheiße, wenn ich das jetzt wieder abbreche. Also, ja. Fatima, ha Fatima. Sei gegrüßt, mein Name ist Sharon. Mir gehört die Schneiderei hier. Muss mir erst ein neues PS Plus kaufen. Really jetzt? Dann gucke nach. Herzlichen Glückwunsch zur Aufnahme in die Galaktik-Expedition. Erstmal wieder richtig hinsetzen. Der Professor hat mich darum gebeten, dir Kleidung zum Wechseln zur Verfügung zu stellen. Bitte sehr. Mhm, danke. Alltagsoberteil und eine Alltagshose. Was mit Alltagsschuhen? Im Dorf gibt es viele verschiedene Läden. Schau dich gerne etwas um, wenn du Zeit hast. Ja, ja. Ja, mhm. Der Handwerkstag ist drüben, ja. Mhm. Hab heute früh Pfannkuchen gemacht, ich darf sie auch essen. Wenn du hier im Dorf Items herstellen willst, kannst du diese Werkbank im Handwerksladen verwenden. Diesmal bekommst du die Materialien von mir. Als Geschenk für die bestandene Prüfung. Das Geld, das du von der Kommandantin erhalten hast, kannst du für Kleidung oder so ausgeben. Oder so ausgeben. Hm? Deine Entscheidung. An der Werkbank wählst du aus, welches Item du herstellen möchtest. Versuche es mal. Basislager dazu nutzen, Pokébälle und andere nützliche Items selbst herzustellen. Dafür benötigst du Anleitungen und Materialien. Like Animal Crossing New Horizons, ich verstehe. Ist ja wirklich wie Animal Crossing. Ein Glanzstein und Aprikoko. Ich hab von beidem... Nee, ich brauch von beidem eins. Und ich hab von beidem 20 in der Tasche? Ja, lol. Oh, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. War das tatsächlich dein erster Versuch, etwas herzustellen? Ja, ich musste ja, ne? Ich hatte dir ja letztens schon mal einmal erklärt, dass Pokémon über die mysteriöse Fähigkeit verfügen, sich selbst schrumpfen zu können. Der Pokéball nutzt dies aus und erlaubt es uns, sie damit einzufangen. Die so gefangenen Pokémon registrieren wir dann im Pokédex. Apropos Pokédex, hier ist deiner. Nice. In diesem Buch werden die Forschungsergebnisse zu Pokémon festgehalten. Wenn du Professor Lavin von neuen Pokémon berichtest, fügt er weitere Seiten hinzu. Pokédex registriert 7, Gefangene 4. Gefangene 4. Hä? Das wird dir aber, glaube ich, nicht erklärt. Du musst jedes Pokémon teilweise immer und immer wieder fangen. Und auch wenn die eine bestimmte. Ich spiele das Spiel und sehe es. Ja, es ist.
im Obsidian-Grasland. Nicht berichtete Aufgaben. Forschungspunkte 0. Nicht berichtete Aufgaben 7? Mhm. Hast du schon gesehen? Fange ein Exemplar und erstatte. Ich hab's doch auch gefangen von Anfang an schon. Obwohl, es gehört mir nicht. Also ja gut, ich hab's schon gesehen. Okay. Den habe ich für dich vorbereitet. Ich hoffe, dass es dir bei deinem Ziel hilft, alle Pokémon zu begegnen. Zum Vervollständigen des Pokédex müssen wir zudem Pokédex-Aufgaben erledigen. Als Mitglied des Forschungstrupps werde ich bei der Erforschung der Pokémon natürlich auch mein Bestes geben. Kai, ich erkläre dir wohl besser, was es mit den Pokédex-Aufgaben auf sich hat. Lass uns dafür zur Grasland-Basis gehen. Noch ein Tutorial. Ey, ihr habt zufällig gehört, was ihr gesagt habt. Wenn du zur Graslandbasis gehst, hätte ich einen Auftrag, den du für mich erledigen könntest. Würdest du mir kurz ein Ohr leihen? Ja, hier, bitteschön. Plapp. Einfach abgenommen. Als Wache kann ich es mir nicht erlauben, mich allzu weit von meinem Posten zu entfernen. Ich warte hier vor dem Hauptsitz auf dich. Wenn ich jemanden mit einer Nebenmission beauftragen möchte, wird ein entsprechendes Symbol angezeigt. Okay. Goro. Oh. Hast du schon mal von einem Pokémon namens Wampel gehört? Ja. Professor Larven hat mir von einem interessanten Phänomen erzählt. Wenn Pokémon durch Kämpfe und ähnlichen Erfahrungen ähnliches Erfahrungen sammeln, kommt es vor, dass sie durch eine sogenannte Entwicklung ihre Gestalt ändern und stärker werden. Wenn sich Winkel modellieren, äußeres und Statuswerte verändern, wo man bei einem Pokémon erfüllt wurden, kann man eine Tasche entwickeln lassen. Okay, deshalb habe ich mir vorgenommen, einen Wampel eigenhändig dazu zu bringen, sich zu entwickeln. Du gehörst dem Forschungstrupp an, oder? Solltest du auf deinen Streifzügen einen Wurmbel fangen, dürfte ich es dann bitte haben? Bitte erfange einen Wurmbel für mich. Du bekommst auch eine Belohnung dafür. Okay. Richtig Statistiken. Wo ich es gefangen habe? Okay. Da war auch noch. Ich nehme erstmal alle Nebenquests mit, wie bei jedem MMORPG, was ich immer gespielt, also was ich so gespielt habe, immer so, ne? Erstmal alles mitnehmen und dann rausgehen, dann alles erledigen und alles wieder abgeben. Du bist doch der Junge, aus dem Himmel gefallen bist. Gehst du gerade raus in die Wildnis? Ja, als Mitglied des Forschungstrupps arbeitest du doch sicher an diesem Pokédex-Buch, oder? Kannst du mir da bitte einen Gefallen tun und mir mehr über Staralili herausfinden? Pokémon machen mir echt Angst, aber wenn ich Staralili so sehe, dann wird mir ganz warm ums Herz, ja. Trotzdem würde es mich erfreuen, eines anzufassen. Ja, bitte vervollständige den Pokédex-Eintrag von Staralili und zeige ihn mir. Zeige Marie vom Forschungstrupp den vervollständigen Pokédex-Eintrag. Bisschen besser. Hm, Shinox haben doch so eine besonderbare Musterung an den Ohren. Aber wie sieht die noch gleich aus? Es ist wie verhext. Ich kann mich nicht erinnern. Was mache ich jetzt nur? Du gehörst doch zum Forschungstrupp, oder? Solltest du mal einen Shinox fangen? So zeig es mir bitte.
Dann kann ich selbst nachsehen. Ach, es nagt an mir. Wie sehen die Ohren eines Scheinungsbloß aus? Bitte zeige mir es. Hier, bitte. Dann wollen wir mal seine runden Lauscheinen spazieren. Ah ja, genau. Diese gelbe Kreuzform sieht ein bisschen aus wie ein Stern. Was für eine Erleichterung. Vor lauter Grübeln hat mir schon der Kopf geraucht. Jetzt kann ich hier endlich aufatmen. Vielen Dank. Sein Lebenstraum verwirklicht. Eitränke bekommen. Nice. Ein Erinnerungsfoto. Im Fotoatelier kannst du dich zusammen mit deinem Pokémon ablichten lassen. Hallo, hättest du Interesse daran, dich zusammen mit deinem Pokémon ablichten zu lassen? Komm ja rein, probier es mal aus. Was ist hier? Oh. Ich widme mich dem Fotografieren von Menschen und ihren Pokémon. Wie wär's mit einem Erinnerungsfoto? Kann ich mich mal bitte irgendwie drehen? Ein Pokémon kann ich auch nicht rausholen. Gesegnet. Hi, schmeckt gut. Ja. Ja. Achso, das war fröhlich. Wollt mein Pokémon! Ich mach doch keine Aufnahme über mich, ich bin doch nicht selbst verliebt. Geht nicht. Achso. Alter, Jessie, lass meinen Vogel in Ruhe. Lass meine Euli. Linsenfilter? Also ich mach kein Foto, aber ich... Einfach nur mal Nostalgiefilter. Sag jetzt nicht pixelig oder so. Ich habe jetzt den Nostalgiefilter aufgesetzt. Hat sich nichts verändert, hä? Ich gehe erst, wenn du darfst. Sehe ich erst, wenn die. Okay.
schwarz. Ach. Hi. Halte dich ganz natürlich. Zeige dich von deiner tapferen Seite. Zeige, wie glücklich du bist. Tu so, als würdest du schlafen. Tu so, als wäre dir schwindelig. Tu so, als würdest du ohnmächtig werden. Ja. Gut. Ich wollte nur mal gucken, was das hier mit alles mit auf sich hat hier. Foto zu machen ist mir jetzt eigentlich relativ Wayne. Du verlässt das Dorf? Jo. Nom, nom. Hör gut zu, ja? Zur Vervollständigung des Pokédexes musst du bestimmte Pokédex-Aufgaben erfüllen. Wie der Name vermuten lässt, findest du diese Aufgaben in deinem Pokédex. Kein Plan. Wenn du ein wildes Pokémon mit Hilfe der ZL-Taste anvisierst, kannst du durch das Drücken des Abwärtsknopfs ganz schnell die Pokédex-Aufgaben für das anvisierte Pokémon überprüfen. Aha. Manchmal fangen, manchmal kämpfen. Wenn du die Pokédex-Aufgaben erfüllst, erhältst du dafür Forschungspunkte. Ey, du Pisser, würde dir gerne noch etwas Wichtiges beibringen. Ja, und zwar wie du den Angriffen wilder Pokémon ausweichst. Könntet ihr im richtigen Moment den Hals sogar retten, ja? Schau dir gut an, wie ich mich bewege und versuche dann, mich nachzuahmen, ja? Und hopp! Oi. Ja, hast gesehen. Elegant, nicht wahr? Mit dieser akrobatischen Darbietung weicht man Angriffen aus. Wenn du dich flink genug bewegst, kannst du den Attacken von Pokémon entgehen. Ja, und glaub mir, das willst du auch. Wenn du zu viel einsteckst, verlierst du das Bewusstsein. Ich habe neulich die Attacke Donnerschock eines Shinux abbekommen und bin ohnmächtig geworden. Ein Mitglied des Sicherheitstrupps musste mir zur Hilfe kommen. Mach dir keine Sorgen. Als deine Mentorin, ja, das bin ich, ja, werde ich dir allerlei nützliche Dinge beibringen. Okay. Tschüss. Unhöflich. Ausweichen. Achso, mit Y. Ja. Hier ist ein Tipp, den alle Mitglieder des Forschungstrupps kennen sollten. Visiere ein Pokémon an, indem du die ZR-Taste drückst. Nee, will ich absichtlich nicht machen. Dich kannst du den direkt einsehen. Achso, dann. Okay, gut, jetzt habe ich ja. Wie du siehst, ist die Aufgabe mit einem Exemplar noch nicht vorbei. Fange erst 2, dann 4 und dann immer mehr Bidiza. Denk bei Kämpfen mit Pokémon außerdem an Kommandanten Celestis. X-Wechsel. Ja, wenn du etwas werfen möchtest, drücke X. Dann kannst du zwischen deinen Items und Pokémon wechseln. Ja, indem du den X-Knopf drückst. Mit X. Am besten probierst du es gleich aus. Drücke jetzt X. Ja, ich gehe schon mal vor. Mit dem X-Knopf. Also bis später. X!
Runterknopf. Schwere Exemplare gefangen. Exemplar besiegt. Registrierte Formen. Ach du heilige Scheiße. Och du Scheiße. Bei allen Pokémon dann alles da erledigen. Die frechen Bidiza im Dorf erforscht. Methode unbestimmt. Exemplar besiegt. Registrierte Formen. Nein, natürlich vergesse ich das nicht. Ja, aber wo mal hier? Anvisieren? Oh, hi. Und dann runter. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Abgehakt. Hier ist kein Haken, hier sind bloß... Was bedeuten denn die roten Symbole nach oben? Schwere Exemplare gefangen. Exemplar besiegt. 1, 2, 4, 10, 15. Exemplar gefangen. 1. Ach so. 15? 25 muss ich fangen? Ich tue die ganze Inselbevölkerung, tue ich doch ausradieren. Exemplar besiegt. 15. Auch noch Massenmord begehen. Toll. Super Spiel. Was ist mit den Nebenquests? Wo sehe ich denn die ein? Das bin ich. Hässlich wie eh und je. Das sind Tipps. Moment. Ausgang. Oh, die Map scheint doch sehr groß zu sein. Ist ja auch ein Open World Game. Zur Erinnerung hier noch mal ein Tipp, den alle Forschungsmitglieder kennen sollten. Ja, visiere ein Pokémon an, indem du ZL-Taste drückst, ja. Und öffne dann den Pokédex durch Drücken des Abwehrknopfs. Und dann X drücken. Ja, so kannst du die relevanten Pokédex-Aufgaben direkt ansehen. Wirf mal einen Blick auf die für Staralili. Drücke jetzt X. Da guck mal, Staralili drückt auch X. Bei einer Aufgabe geht es darum, die Pokémon zu fangen, ohne von ihnen entdeckt zu werden. Ja, versteck dich dazu am besten im hohen Gras. Haben wir doch vorhin gelernt, ist doch alles gut. Gut, ich gehe dann schon mal weiter. Probier dich rum. Drück X. Tschüss. Wie sie sich einfach immer wieder verpisst. Ja, mach's gut. Wurde mir nicht gesagt, Bidizas sind scheu. Bidizas sind aber auch sehr dumm. Bidizas sind auch sehr dumm? Ja. Ja, hast du jetzt gesagt. Moin. Die wollen Stress. Nein. Nein, kein Tackle. Nein, ich will nicht auf die Eier bekommen. Tschüss. Da sind Staralilis. Ich gucke mich erstmal hier generell so um. X drücken. Jo. Null. Tackle gegen den Baum. Levelaufstieg. Mehr Scheinuchse. Ja, ist ja gut. Ey, 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 ey. Guck mal, da hinten ist ein Mineral. Lass mich. Ach, cool. Brauche ich, um einen Pokéball herzustellen.
Oh, Alter. Was ist denn das da hinten? Ist das eine Ab... Ist das Blumenkohl oder was? Was ist denn das? Total Knospe. Attacke! Aua! Was? Zweimal? Okay, hat ein bisschen weniger Schaden gemacht. Da ist ein Wumpel. Ich sollte ja eins fangen, ne? Hä? Warum kann ich die Pokémon jetzt nicht rausholen? Ach so, weiter wegwerfen. Okay, warum? Ja. Du hast dich auch gerade gegen den Baum geschmissen. Ach so, ja, ich hab nachgelegt. Warum kann ich nicht petten? Und es läuft mir nicht hinterher. Thank you. Hier, mach ihn dies. Da ist noch ein bisschen Lauch. Passt zu Jesse. Also das mit dem Fit nicht so, aber Lauch. Ja. What? Ich will hier hoch. Nein. Yes. Alter. Was ist denn hier los? Er hat rote Augen, das wird wohl jetzt nicht funktionieren, ne? Aua! Nein! Ich glaube, dass ich vermute einfach, dass ich den nicht. Ich probiere mal. Oh Leute, ich muss einfach hinlaufen. Nein! Mein Bautz. Ja, fliehen bitte. Tschüss. Wieso? Muss ich auf den Bauch zielen? Okay. Wie es aussieht, funktioniert das einfach nicht mehr. Einmal missglückt, dann geht's wohl nicht mehr. Na dann nicht. So eine Nummer zu groß. Mein Pokémon.
Meine Eule. Was mache ich jetzt ohne meine Eule? Schon scheiße. Ich hoffe, ich kann es im Lager wieder retten. Kann ich das? Ich kann nicht schnell reisen direkt zum Lager, das ist cool. Werden auch die Pokémon dann ausruhen? Nur kurz. Das hat gerade sich wie Link angehört. Ja, mein Bowser ist wieder da. Oh. Ja. So, noch mehr Leuche. Ich lauch dir eine. Staralili ist wachsam. Was? Direkt geflohen? Lol. Okay. Irgendwas ist da. Nein, direkt weggeflogen. Windstoß. Ich glaube, das ist effektiv, oder? Ein Volltreffer. Cool. Die Musik gefällt mir ein bisschen. Kämpfen. Man pirscht sich langsam an, drückt X und fängt das Pokémon. Boah, voll durchschießen. Ja, ich verschwende diese ganzen Pokébälle. An dieser Gegend lebt ein Pokémon namens Bamelin. Genau wie Shinnok verfügt es über eine aggressive Veranlagung und greift sofort an. Da ist Vorsicht geboten. Wenn du es fangen willst, musst du dich ihm im Kampf stellen. Schade, färbt sich der Rand des Bildschirms rot, um dir mitzuteilen, dass du dich in einer Notlage befindest. Über Zeit erholst du dich automatisch. Ja, okay. Wird dir schwarz vor Augen. Es gibt auch eine Pokédex-Aufgabe, für deren Erfüllung man Bamelin dabei beobachten muss, wie es eine bestimmte Attacke ausführt. Das bedeutet, dass du diese Attacke im Kampf sehen musst. Für manche Aufgaben ist es also notwendig zu kämpfen. Also dann erledige ein paar von Bamelins Aufgaben und komm dann wieder zu mir, ja? Level 4. Ich mach mal, hoffentlich ist es jetzt nicht allzu effektiv. Gut, es hat jetzt bis jetzt keine Attacke gemacht. Wenn ich Pokémon wechsle, macht es eine Attacke? Zählt er als Zug eigentlich, oder? Ja. Schön. Bam. Ja. Geil.
nochmal einen Jesse eingesammelt. Unglaublich, wie viele Jesse hier so rumwachsen. Sammel Obst für mich. Du gibst wirklich immer alles, was? Deswegen möchte ich dir diese Handwerkskiste schenken. Eine Handwerkskiste. Mit diesem Werkzeugsatz kannst du Items auch an Orten herstellen, an denen es keine Werkbank gibt. Dies geht aber nur mit Materialien aus deiner Tasche. Wenn du in deiner Tasche unter Basis-Items die Handwerkskiste auswählst, kannst du Items herstellen, wo auch immer du willst. Dabei kannst du allerdings nur auf die Materialien in deiner Tasche zugreifen und nicht mehr Items herstellen, als in deiner Tasche Platz haben. Platz ist. Außerdem gebe ich dir diese Anleitung, mit der du die Tränke herstellen kannst. Oh, ne, sehr nett, sehr freundlich. Nice. Eine Sinnelbeere und eine Stange. Jesse. Mit der Handwerkskiste ist es dir möglich, unabhängig von deinem Standort Items aus den Materialien in deiner Tasche herzustellen. Solange du Aprikokos und Glanzsteine hast, kannst du beispielsweise jederzeit Pokebälle anfertigen. Und aus Sinnelbeeren und Jessis lassen sich Tränke herstellen. Wie läuft es mit deinen Pokédex-Aufgaben? In der Übersicht deines Pokédex kannst du sehen, ob es erledigte Aufgaben gibt, über die du noch nicht Bericht erstattet hast. Vergiss übrigens nicht, dem Professor alles zu berichten, wenn du Pokédex-Aufgaben erfüllt hast. Der Typ ist mir doch egal. Alter. So. Ich guck mal ganz kurz in die Monster in der Community-Gruppe. Ja, wollen die nur Fatima machen oder was? Jesse? Kannst du mal in die PSN-Gruppe hingehen und mal nachfragen oder so? Ich hab meine PS4 gerade gar nicht an. Kannst du mal bitte machen? Ich hab mal hingefragt, ob sie Hilfe brauchen bei Fatima. So. Jassen. Boah, Sarah Lili fliegt sofort immer. Ich hatte leider erstmal die Fatih-Quest, um den zu farmen. Du meinst. Meinst du jetzt Alatrion oder meinst du generell bis zur ersten Cutscene spielen bei Fatalis? Kämpfe! Nicht wieder fliehen! Nein!
Bist du erst ein Kätzchen? Das, oh! Panita? Panita ist richtig? Boah, überrumpelt. Das ist ja kein Problem, bis zuerst ein Kätzchen zu spielen. Also, ich kann trotzdem helfen. Auch wenn ich nicht mit in deine Quest reinkommen kann, ich kann trotzdem helfen. Ich will der Ponita fangen. Ist aufmerksam. Nochmal Deckel. Los, Bibor! Ja, ich komme gleich. Items. Ein Pokéball. Los! Und wie? Ja, ganz einfach. Du überlässt mir deine Controller-Steuerung, wenn du gutes Internet hast, und dann kann ich dir das machen. Ich steuere dann deinen Char. Nice, fit Lauch. Fit Jesse. Ja, wenn du möchtest, kann ich das machen. Ich habe da schon viele Leute da durchgezogen. Durchgebracht. In der Vergangenheit. In der Community. Das wäre jetzt nicht kein Problem. Bis jetzt ist es jedem gelungen. Oder ist es mir bei jedem gelungen? Nein, ich will hier nur durch. Lasst mich. Oh, hier, Mineralien. Ich geh noch kurz wieder ins Lager zurück. Gut, ich könnte mich auch teleportieren. Na, da komme ich ja nicht hoch. Babam. Badadam. Bup, bup, bup. Bup, bup, bup. Ich werde noch mal meinen Bautz stehlen. Jo, mochtet. Ja, los, Bautz, deine Brustmuskeln müssen stärker werden. Oh, ist nicht so effektiv. Nein! Zurückgeflohen. Badadada. Ist das von World? Ja. Sprich mit mir, wenn du Pokémon wechseln oder Items kaufen wirst. Ach so. Hallo, Professorsen. Das ist doch eine Handwerkskiste. Hat dir Lumia alles drüber erzählt? Gute Arbeit. Dann erkläre ich dir mal, was es mit den Forschungsberichten auf sich hat. Ja, kurz gesagt, wenn du mir Bericht erstattest, kannst du Belohnungen erhalten. Durch Forschungsberichte kannst du abhängig von dem Level und der Anzahl der gefangenen Pokémon Geld verdienen. Wenn du bestimmte Bedingungen erfüllst, zum Beispiel ein Pokémon zum ersten Mal fängst, bekommst du noch mehr Geld. Oh, Geld. Lass mich mal sehen, welche Pokédex-Aufgaben du erledigt hast. $1,500, nice. Ja, faszinierend. Ich werde den Pokédex diese Informationen aktualisieren. Wenn du Pokédex-Aufgaben erfüllst und Forschungsberichte, steige ich vor. Aha. Und Verständigung von Einträgen steigen deine in der Pokédex-Übersicht angezeigten Forschungspunkte. Sobald du eine bestimmte Punktzahl erreicht hast, kannst du deinen Mitgliedsrang erhöhen lassen. Mhm, mhm. Ja.
Dann sag mal den Namen, aber ich glaube nicht mehr, dass ich irgendein PlayStation-Spiel kaufen werde. Das glaube ich nicht. Und es kommen demnächst, in den nächsten zwei Wochen kommen, in den nächsten zwei, drei, vier Wochen kommen auch richtig viele Spiele raus, viele Projekte für diesen Kanal. Das Pokémon Legenden Arceus ist 25 Cent. Ja, trotzdem. Ich werde nicht mehr so viel für die PlayStation-Zeit investieren. Ach, Overwatch habe ich ausprobiert. Mag ich nicht. Es ist nicht schön für mich. Also, ist Geschmackssache. Mag ich gar nicht. Habe ich ausprobiert. Ist, nein. Muss du einmal Booklex-Aufgaben erfüllen. Fang am besten mit dem von Billy Zoll und Star Lili an. Ja, habe ich auf PC habe ich das Spiel ausprobiert. Mochte ich aber gar nicht. Also, nee. Ist nicht meins. Die kann ich nochmal speichern. Und vor allem auf PC ist es kostenlos. Das wundert mich jetzt sehr stark, dass es auf der PlayStation 25 Cent kostet. Also auch wenn es so wenig kostet, das wundert mich gerade. So. Da sind wir wieder. Wo habe ich nochmal gewohnt? War das nicht hier irgendwo? Ich glaube ja. Das Bett habe ich einfach. Kann ich nicht. Wie kann ich nochmal speichern? Jesse? Wie kann ich speichern? In meine Tasche. Bei Einstellungen. Ja, bei diesem Pass. Bei dem Pass. Ach hier. Okay. Ich mach mal eine ganz kurze Pause und dann wird World angemacht. Ja. Yeah. Bis gleich.